Moin, wir sind Mirko und Jonas von Drin kann jeder. Herzlich willkommen zu einem neuen Tourvideo. Wir sind unterwegs auf der wunderschönen Ostseeinsel Fehmarn. Der Plan ist es, die Insel einmal zu umrunden. Das sind ungefähr 80 Kilometer. Ja, dafür haben wir ca. 3 Tage eingeplant, dafür haben wir auch gepackt. Wir sind ohne Zelt unterwegs. Ja, wir sind schon eine Weile unterwegs. Wir haben nämlich schon die Fehmarn-Sundbrücke überquert. Ja, und jetzt geht es weiter Richtung Westen und dann starten wir mit der Inselumrundung. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt mit. Viel Spaß! Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Wetter nicht ganz so toll. Wir haben natürlich auf Sonnenschein gehofft. Leider ist es jetzt Regen geworden. Das ist aber kein Problem. Wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir sind hier gerade zum Glück. Hoffen wir mal, dass es noch ein bisschen besser wird. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Wir sind jetzt Höhe Gold. Das ist ein Mekka für Kitesurfer. Die nennen ja auch Fehmarn das Hawaii Deutschlands. Heute ist auch ein bisschen Wind. Das nervt ein bisschen beim Film, aber die Kitesurfer, die freuen sich. Ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, haben jetzt schon 10-12 Kilometer geschafft, ist jetzt gerade 11:30 und machen jetzt erstmal eine kleine Pause und dann geht's gleich weiter. We'll be right back.
Ja, und endlich mal eine windstille Stelle gefunden. Wir haben jetzt ungefähr gut ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke geschafft. Und jetzt geht es nochmal so 2,5 Stunden immer geradeaus. Ja, noch 7 Kilometer ungefähr bis zum Campingplatz. Die Fußsohlen glühen. Ja, die Füße tun schon ein bisschen weh. Wir freuen uns auch schon auf den schönen Schlafsack nachher, wenn wir alles aufgebaut haben. Endlich was Warmes essen. Und wir geben jetzt nochmal ordentlich Gas. Dann sind wir auch bald da. Haben wir die 30 Kilometer voll? Ja, so sieht denn wohl unser Platz für heute Nacht aus. Haben wir was gefunden? Schön windgeschützt. Gucken wir mal, bauen wir das Tarp mal auf. So, wir melden uns mal wieder. Wie ihr sehen könnt, sind wir einfach total im Arsch. Wir haben hier vorhin unser Tarp aufgebaut, haben erstmal was gegessen und so. Und es ist jetzt 8 Uhr, also 20 Uhr. Und wir liegen einfach schon im Schlafsack. Uns tut alles weh und denk mal, das wird nicht mehr lange dauern, bis wir schlafen. Guten Morgen. Bei uns gibt es jetzt erstmal Frühstück. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Das soll so ein bisschen Milchbrei oder sowas werden. Wir haben uns schon mal einen Kaffee gekocht. Und wollen wir sehen, erstmal frühstücken und dann werden wir mal langsam abbauen. Ja, wie ihr gemerkt habt, gibt's leider nicht so viel Videomaterial von gestern. Wir haben uns jetzt auch wirklich dazu entschieden, hier heute unsere Tour abzubrechen. Ja, also Hauptgrund ist, das war so windig, wir konnten kaum filmen, weil der Wind einfach so doll war. Da hat es zwischendurch immer wieder Nieselregen gegeben. Das wussten wir vorher schon, aufgrund der Wettervorhersage, dass es nicht optimales Wetter sein wird. Heute Nacht war es nicht wirklich kalt in unseren Schlafsäcken, aber wir sind kaum zur Ruhe gekommen aufgrund des Windes. Ihr seht das noch ein bisschen hier am Tarp. Es weht immer noch. Wir hatten in der Nacht Windstärke 7 in Böen bis 9. Hatten so ein bisschen Angst, dass das Tarp wegfliegt, aber das hat trotzdem standgehalten. Aber man merkt einfach die 33 Kilometer, die wir gestern schon gelaufen sind. Wir würden vielleicht noch ein paar Kilometer schaffen heute, aber das macht einfach keinen Sinn, weil wir heute auch kaum filmen könnten, weil der Wind einfach nicht aufhört. Und ärgert uns selber so ein bisschen, aber wir müssen leider sagen, das macht keinen Sinn, weil wir euch das ja auch zeigen wollen. Und ja, ist schade, aber es ist leider so. Ja, genau, wie schon gesagt, Ziel war es ja nicht nur Fehmarn zu umrunden, sondern euch natürlich auch schönes Videomaterial zu liefern. Und wir haben es gestern ein paar Mal ausprobiert. Ihr werdet es ja auf den Aufnahmen auch sehen und hören. Das war einfach kaum möglich, mal eine vernünftige Tonaufnahme hinzukriegen. Und wir wollen euch auch nicht einfach nur Bildmaterial zeigen und dann nichts zu sagen, sondern wir wollen euch natürlich auch ein bisschen was erzählen, was machen wir gerade, wo sind wir. Und das klappt einfach nicht, aber wir haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall wiederkommen und dann werden wir die Tour auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja, also mal gucken, ob wir denn entweder wieder an der Firma Sundbrücke starten oder von hier, wo wir abgebrochen haben, das müssen wir nochmal schnacken, weil wir uns auch so ein bisschen überschätzt haben. In 3 Tagen Fehmarn zu umrunden ist für, sag mal, ein Normalo fast nicht möglich, weil das sind 80 Kilometer. Wir haben jetzt mit Mühe und Not 30 geschafft. Na, das ist echt schon
wahrscheinlich eher 4-5 Tage Tour. Ja, ihr seht uns auf jeden Fall nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.